What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 4 Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, heute gibt es eine weitere Folge, 5 Dinge in Black Ops 4, die du noch nicht wusstest. Die letzte Episode ist ja wirklich extrem nice bei euch angekommen. Und da habe ich mir natürlich gedacht, da lasse ich mich nicht lumpen und mache sofort eine zweite Folge davon. Vorher möchte ich nochmal dringend anmerken, dass ich nicht davon ausgehe, dass wirklich jeder von euch keine dieser Punkte weiß. Beziehungsweise kommt es natürlich auch mal vor, dass Leute alle 5 Dinge, die ich hier in diesem Video nennen werde, wissen. Und Freunde, das kann ich wirklich nicht vermeiden. Es gibt so viele Spieler da draußen, die schon richtig krasse Experten in diesem Spiel sind. Das Spiel ist jetzt wirklich schon eine Zeit lang draußen. Auf der einen Seite wird es immer Leute geben, die sich extrem darüber freuen und 5 neue Sachen lernen, die sie vorher noch nicht gewusst haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die sich darüber aufregen, dass sie die Dinge schon gekannt haben. Aber wie gesagt, ich versuche hier nur Sachen rauszufinden, die ein bisschen unbekannter sind, die ich euch hier vorstellen kann. Falls du diese Dinge schon wusstest, hoffe ich, dass dir das Video hier trotzdem gefallen wird. Ihr könnt mir gerne schon mal ein Like da lassen, falls ihr auch eine dritte Folge dieser Serie sehen wollt, und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. So Leute, jetzt habe ich wieder mal genug gelabert, kommen wir direkt zu der ersten Sache, die du vielleicht noch nicht wusstest. Der ein oder andere hat sich vielleicht mal das Snipernest ein bisschen genauer angesehen und hat dabei gemerkt, dass dort 2 Scharfschützen obendrauf sitzen, deswegen ja auch Snipernest. Und es ist in der Tat möglich, diese 2 Schützen dort oben einzeln von dem Helikopter runterzuschießen. Natürlich funktioniert das am besten mit dem Scharfschützengewehr, das heißt, ich habe hier die Paladin dafür benutzt. Und ich kann euch schon mal sagen, das Ganze ist gar nicht so einfach. Man muss schon genau zielen und ihr wisst, wie krank stark das Snipernest ist. Kaum zeigt ihr euch, werdet ihr auch von dem Ding schon weggeholt. Aber letztendlich habe ich es dann geschafft, erst den einen und dann auch den zweiten Schützen oben von dem Teil runterzuschießen. Und was danach passiert, ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Denn der Helikopter fliegt dann einfach weg. Das heißt, ihr habt sozusagen die Streak zerstört, wenn ihr beide Schützen dort runtergeholt habt. Aber der Helikopter fliegt dann nicht in die Luft oder so, sondern fliegt einfach davon. Falls ihr euch jetzt auch fragt, ob man den Piloten von dem Snipernest abschießen kann, muss ich euch leider enttäuschen. Das geht leider nicht. Ich habe es nämlich öfter versucht, aber man bekommt letztendlich nur einen Hitmarker, wie als hätte man halt ganz normal den Helikopter abgeschossen. Dasselbe passiert übrigens auch bei dem Kampfheli. Dort kann man natürlich auch den Piloten leider nicht rausschießen. Wäre auch ein nices Easter Egg gewesen, meiner Meinung nach. Kommen wir direkt zu der zweiten Sache, die du vielleicht noch nicht wusstest aus Black Ops 4. Und zwar ist das eine Sache, die ich so häufig in den Kommentaren von meinem letzten Video gelesen habe, also unter meinem letzten 5-Dinge-Video. Und zwar habe ich euch ja dort den Fakt gezeigt, dass die Titan mit Vollmantelgeschoss 1 und 2 wirklich eine der besten Möglichkeiten ist, feindliche Streaks vom Himmel zu holen, weil es einfach extrem rasant geht. Und da haben mich einige wollen darauf hinweisen, dass es doch mit der Paladin und Vollmantelgeschoss 1, 2 und Großkaliber 1, 2 oder was weiß ich was, viel schneller gehen würde. Einige haben sogar behauptet, dass man mit einem Schuss einen Kampfheli runterholen kann oder mit 2 Schüssen. Manche haben gesagt, mit 5 Schüssen. Und Freunde, ich habe das Ganze natürlich ausgetestet, weil ich gesehen habe, dass viele Leute daran glauben und ich wusste ja wirklich nicht, ob das stimmt oder nicht. Und hier ist das Resultat von meinem Test. Bedrohung durch Helikopter. Ihr seht schon, Freunde, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich muss mich korrigieren. Man braucht wirklich nur 5 Schüsse mit der Paladin. Übrigens, das hier war die Klasse, die ich dafür benutzt habe. Und zwar benötigt man diese 5 Schüsse sowohl für den Kampfhubschrauber als auch für das Snipernest. Und das finde ich wirklich extrem krank. Auf jeden Fall danke an alle, die das in die Kommentare geschrieben haben, damit ich mich verbessern kann. Denn ich will euch ja hier keine falschen Informationen liefern. Also ihr seht es jetzt. Ich bin mir nicht genau sicher, ob es jetzt viel schneller ist als mit der Titan. Dort war es nämlich wirklich auch sehr schnell. Man hat, glaube ich, ungefähr 50 oder 60 Schuss mit der Titan gebraucht, um die Helis runterzuholen. Jetzt hier braucht man nur 5 Schuss mit der Sniper. Auf jeden Fall sehr kranke Sache und ein weiterer Fakt, den ich selbst nicht mal wusste und erst durch die letzten Kommentare dann herausgefunden habe. Und das ist ja auch das Geile an dieser Serie. Wir helfen uns gegenseitig einfach weiter, bis wir dann am Ende wirklich alles aus diesem Spiel wissen. Kommen wir jetzt direkt zu der dritten Sache, die du vielleicht noch nicht wusstest aus Black Ops 4, und die hat mit dem guten Kollegen Hund zu tun. Der gute Kollege Hund. Okay. Ich denke mal, viele von euch werden den Hund hassen. Ich gehöre auch dazu. Das Geräusch, wenn er stirbt, ist wirklich das Schönste, das es gibt in diesem Spiel. Und deswegen hat sich der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gefragt, wie man diesem Hund eigentlich entkommen kann, weil er so extrem overpowered erscheint und euch wirklich überall hin folgt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gewusst oder erahnt, aber die Antwort ist einfach, und zwar Wasser. Nein,
Zum einen ist es natürlich so, dass der Hund euch nicht in tiefes Wasser folgt, das heißt, wenn ihr in Wasser reinspringt, seid ihr safe. Aber Freunde, was ich persönlich nicht gewusst habe, ist, dass ihr auch in ganz normales, seichtes Wasser reinrennen könnt und quasi am Rand von diesem Wasser stehen könnt und der Hund kann euch dort nicht mehr attackieren und glitscht sogar dort am Ufer so ein bisschen aus, sodass er dort selbst so ein bisschen stecken bleibt und ihr ihn ganz einfach dort wegballern könnt. Ihr seht das ja auch jetzt im Hintergrund, immer wenn ich aus dem Wasser wieder rauskomme, dann hat der Hund uns wieder im Fokus. Aber sobald ich nur ein paar Schritte ins Wasser reingehe und wirklich, ich bin wirklich gar nicht weit im Wasser drin, kann der Hund uns nicht mehr attackieren und bleibt sogar manchmal vorne am Strand stecken und bewegt sich wirklich keinen Zentimeter mehr. Und selbst wenn ihr ihn dann dort anschießt, bewegt er sich nicht mehr, also er läuft nicht weg oder sonst was. Und ihr könnt ihn dann dort ganz angenehm einfach abschießen. Kommen wir nun zu der vierten Sache, die du noch nicht kennst aus Call of Duty Black Ops 4. Und zwar sind das die Easter Eggs auf der Map Hacienda. Ja, Freunde, auf der Map Hacienda gibt es nämlich einige sehr, sehr coole Easter Eggs, mit denen ihr eure Freunde wirklich beeindrucken könnt. Die erste Sache, die es auf der Map gibt, sind nämlich viele, viele Tierarten, die ihr dort beobachten könnt. Einige von euch werden vielleicht schon das Haibecken gesehen haben. Das ist ja das auffälligste von diesen ganzen. Aber ein kleines Easter Egg, das sich in diesem Wassertank verbirgt, ist ein Zementblock mit einer Kette dran. Und Freunde, ihr wisst alle, was das bedeutet. Jeder von uns hat schon irgendeinen schlechten Mafia-Film gesehen. Das zweite Easter Egg ist ein Tiger auf der Map. Der befindet sich nämlich in dieser Eingangshalle von dem Haus. Dort im Boden ist nämlich ein Käfig und dort befindet sich ein Tiger, der dort umherläuft. Das Ding ist, beziehungsweise der Nachteil daran ist, dass der auch wirklich komische Geräusche macht, beziehungsweise Schrittgeräusche macht. Und man davon schon mal sehr, sehr abgelenkt werden kann, gerade in Modi wie Suchen und Zerstören oder so, wo man ein gutes Headset benutzt, um die Schritte von feindlichen Gegnern zu hören und man dann hier in diesem Bereich die Schritte von dem Tiger hört. Das letzte Tier, das ihr auf dieser Map entdecken könnt, ist ein Pfau. Ja, und ich denke mal, einige von euch werden den noch nicht gesehen haben, denn dafür muss man wirklich in den Kinomodus gehen, muss dort mit der Kamera außerhalb von der Map schauen und dort sehen wir einen Pfau rumlaufen. Finde ich ziemlich crazy, dass Treyarch sowas macht, einfach so ein komplettes Tier hier zu animieren, den man eigentlich so aus dem normalen Spiel nie sehen würde. Ein weiteres Easter Egg befindet sich im Wasser und dort schwimmt eine Leiche herum. Auch diese Leiche hat unten einen Betonblock mit einer Kette um die Beine gewickelt. Also genauso einen Betonblock haben wir ja eben schon in diesem Fischtank gesehen. Und das letzte Easter Egg auf der Map Hacienda sind dann die Bilder von vielen verschiedenen Maps aus den vorherigen Black Ops Teilen. Die befinden sich hier an einer Wand direkt im Eingang von diesem Haus. Unter anderem können wir hier die originale Hijacked Map aus Black Ops 2 sehen. Außerdem sehen wir hier auf einem Foto die Map Stronghold aus Black Ops 3. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis, dass diese Maps irgendwann auch als DLC in den Multiplayer eingefügt werden. Und dann gibt es noch ein Bild von dem Remake von Raid aus Black Ops 3. Das war ja dort eine DLC-Map. Und natürlich sind auch hier ein paar Black Ops 4 Maps abgebildet, zum Beispiel auch Hacienda selbst oder auch Frequency. Ja, Freunde, und jetzt sind wir auch schon bei dem letzten Fakt angelangt. Die letzte Sache, die du vielleicht nicht wusstest in Black Ops 4. Und zwar ist das der Fakt, dass die Ninebang eine Hellstorm zerstören kann. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Die Ninebang ist in der Lage dazu, die Rakete der Hellstorm einfach zu zerstören, in Luft aufgehen zu lassen. Ihr seht es ja jetzt gerade im Hintergrund, wenn ihr wirklich genau richtig timet und die Ninebang genau in die Flugbahn der Hellstorm wirft, beziehungsweise neben die Hellstorm wirft, dann ist es möglich, mit der Ninebang die Hellstorm-Granate einfach zu zerstören. Der einzige Nachteil, den ihr dadurch habt, ist wirklich nur, dass ihr nur die große Hauptrakete der Hellstorm zerstören könnt. Wenn nämlich dein Gegner die Hellstorm in verschiedene Parts aufsplittet, dann geht das Ganze nicht mehr. Das heißt, ihr könnt nicht die kleinen Raketen der Hellstorm zerstören, sondern wirklich nur die große Hauptrakete. Aber allein das ist wirklich schon eine krasse Sache und ich denke mal, viele von euch haben das nicht gewusst. Ja, als ob die Ninebang nicht schon overpowered genug wäre. Nein, sie ist auch noch in der Lage dazu, einfach Gore-Streaks zu zerstören. Ja, Freunde, und schon sind wir wieder am Ende angelangt. Das waren 5 Dinge, die du vielleicht noch nicht aus Black Ops 4 wusstest. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche dieser Sachen du schon bereits gekannt hast. Und falls du die Sachen nicht gekannt hast, welche dieser Sachen dich am meisten fasziniert hat, was war für dich das Interessanteste? Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, damit ich sehe, dass ich diese Serie weiterführen soll. Denn dann kommt natürlich auch ein Part 3 dieser Serie raus. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, natürlich, Freunde, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn hier ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Wie am Ende von jedem Video werden jetzt natürlich noch Leute gegrüßt, die unter das letzte Video Grüß mich geschrieben haben. Falls du jetzt nicht dabei bist, lass den Kopf nicht hängen, schreib einfach in die Kommentare Grüß mich und ich werde versuchen, dich in meinem nächsten Video zu erwähnen.
Als erstes gehen Grüße raus an Godskills Official. Dann grüße ich außerdem den Okan Gürgen. Des Weiteren gehen Grüße raus an Jake Jagdhund. Einen Gruß bekommt dann auch noch Gamer Plays. Außerdem sagt er hier, er ist aktiv und ich soll sagen, dass die anderen auch aktiv bleiben sollen. Deswegen, Freunde, bleibt aktiv. Als vorletztes grüße ich dann noch Reese oder Res. Und als letztes gehen dann noch Grüße raus an Samuel Kuna. Das war's auch dann wieder von dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr weitere Videos solcher Art sehen wollt. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Das wäre richtig geiler Support für mich. Da freue ich mich wirklich extrem drüber. Und ja, meine Freunde, dann sage ich mal wieder hasta la vista und bis zum nächsten Part. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down.